Grüßt euch, der Feind oder Stone. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Euer Zockt. Heute wieder eine weitere Runde Medieval Dynasty und dafür müssen wir natürlich schauen, was wir so zu tun haben. Materialien sammeln, ganz klar, steht vorne an. Das heißt, Bäume fällen, was das Zeug hält. Das ein oder andere drum an Stein sammeln. Wir werden einen Haufen an Ried, also Stroh, einsammeln. Und dann schauen wir, was uns sonst noch so einfällt. Ich habe mir gedacht, dass ich das da drüben etwa wieder weg haben möchte. Denn ich möchte lieber noch in der Mitte ein paar Obstbäume pflanzen. Dementsprechend werden wir das jetzt zuerst machen, dass wir hier noch unsere Plantagen anlegen. Und dann von hier ab daneben einfach noch gemütlich diesen zweiten Weg als Zentrum. Oder als kleines Startzentrum haben werden. Das heißt, wir machen hier die Wege weg, werden jetzt die Plantagen anlegen. Das sind 6, wir machen 7. Und werden jetzt noch Wege dazu anlegen, dass wir hier schön drumherum kommen. Ist zwar jetzt ein bisschen ärgerlich, dass ich hier ein paar Beerenbüsche für opfere, aber das ist okay, damit kann ich leben. So. Dann haben wir hier unsere Plantagen in der Mitte. Die werden wir noch ausarbeiten. So. Und da kämen dann unsere Baumsetzlinge rein. Da werden wir ja dann genug haben. So. Jetzt geht es erstmal vom Bäume fällen. Und ein wenig zum Steine sammeln, bevor wir dann anfangen, hier ein wenig Dorf zu bauen. Dafür müsst jetzt ein... Müsste jetzt eigentlich nicht so sein, aber... Geh weg! Ich habe keine Lust, wegen dir zu sterben! Bleib bloß da jetzt! So ein Säckel! Oh Gott, ich höre schon wieder. Da ist noch einer. Geh, okay, lasst's mir doch mal Ruhe. Irgendwas ist noch da. Vielleicht sollten wir da drüben einfach Holz holen gehen. Das werde ich jetzt auch machen. Ich gehe jetzt rüber auf die andere Seite und da drüben Holz holen. Ja, ich höre es schon wieder. Ja, ja. Holen. So, jetzt haben wir zumindest hier. Dann gehen wir halt nochmal darüber, um Holz zu holen. Vielleicht gehen wir auch einfach da durch. Schauen wir mal.
So, ich werde jetzt ungefähr 100 Holzstämme holen. Ich werde das ein oder andere... Ach, verdammt. Ich darf da ja auch nicht so nah hin. Weil wenn ich mich recht entsinne, sind da noch ein paar Bösewichte unterwegs. Auch wenn ich sie gerade nicht sehe. Oh, aber hier ist noch ein Zeltlager. Sehr schön. Ein Haferbier. Ein wenig Salzfleisch. 38% Bogen. Leder. Sehr schön. War es das? Ja, schaut so aus. Wenn ich jetzt wüsste, ob da welche sind oder nicht. Wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, waren da welche. Schaut jetzt gerade aber überhaupt nicht danach aus. Ich weiß es nicht, ob da welche sind. Ja, da sind sie. Da steht der erste. Und da ist noch einer. Das heißt, wir ziehen uns mal zurück und werden hier einfach ein bisschen Holz fällen. Steine und Co. sammeln. Wieso sind denn da jetzt Wildschweine? Muss das sein? So, die zwei Wildschweine sind Geschichte. Ich werde jetzt hier mal das ganze Ding hier abholzen. Und dann sehen wir uns wieder. Wie ihr seht, habe ich hier jetzt etwas gewütet. Wir werden jetzt mal schnell ein paar Punkte verteilen. Ich habe hier schon einen Punkt Jagdwissen, den haben wir noch vorhin bei den Schweindeln gekriegt. Habe ich da eingepackt auf Jagdwissen, damit wir da schneller vorankommen. Hier habe ich nur zwei Punkte Gewinnung draufgesetzt und wir haben schon wieder drei. Wir werden jetzt den Meister der Zerstörung machen. Werden Gegenstände im Graben Grund bekommen, ist noch uninteressant. Haltbarkeitsverlust von den Äxten, das ist interessant. Aber Spitzhacke und Schaufeln uninteressant aktuell. Rohstoffe, Maultier mehr tragen, Grabungsmeister. Wir werden erstmal die Äxte haltbarer machen. Und jetzt sammle ich das ganze Zeug hier ein, was hier noch rumliegt. Ihr seht, es ist auch schon etwas später und ich habe mich einmal vom Baum erschlagen lassen. Ich werde jetzt hier noch ordentlich aufräumen, das ganze Zeug einsammeln. Dann melde ich mich bei euch wieder. Ich habe auch gesehen, dass wir hier ums Eck, also direkt daneben, wenn wir es genau nehmen, noch einen Haufen Ried zum Sammeln haben. Das werde ich auch noch einsammeln. Und dann schauen wir mal beide. Aber dann müsste es jetzt eigentlich nicht dabei sein. Thank you.
So, meine Freunde, wir sind wieder bei uns am Bauplatz angekommen. Daraufhin werden wir natürlich anfangen zu bauen. Wir haben noch ein paar Fertigkeiten freigeschaltet, und zwar im Überlebenskenntnismodus, als wir angefangen haben, die Sachen einzusammeln. Das heißt, wir werden jetzt die Temperaturtoleranz noch etwas erhöhen. Die Giftresistenz lassen wir noch etwas weg. Wir werden den Überlebenskünstler komplett machen. Verzeihung. Und wir werden auch hier noch einen Punkt dazu nehmen. Wir werden mehr Gesundheit dazu nehmen. Und wir werden weniger Schaden erleiden. Das sind die nächsten drei Punkte, die wir hochskillen. Bei der Technologie haben wir das einfache Haus freigeschaltet. Wir haben Kräuterhütte, Fischerhütte und Jagdhütte freigeschalten. Die Scheune, den Feldschuppen, den Hühnerstall. Und hier müssten wir jetzt dann anfangen zu produzieren. Als nächstes werden wir anfangen zu bauen. Dafür brauchen wir als erstes nochmal ein... das ist falsch. Lager. Ein Materiallager. Das würde ich gerne direkt hier mit ansetzen. Aber das mag er gerade nicht. So, da ist das Weg. Dann machen wir das direkt hier hin. Dafür benötigen wir 12 Steine. Die haben wir. Wir brauchen ein paar Stämme. Wir haben insgesamt 129 Holzstämme gesammelt. Das heißt, wir sollten etwas vorwärts kommen. Dazu auch fast 500 Stock. Wir haben über 1000 Stroh eingesammelt. Da kommen wir doch gut vorwärts mit. So, der Grabungsschuppen ist freigeschalten. Und jetzt noch die Wände. Wir werden auch unser Haus später, wenn wir das große Haus freigeschalten haben, niemandem anderen übergeben. So, unser Lebensmittellager ist fertig. Unser Lager ist fertig. Dazu brauchen wir natürlich noch einen Weg. Den mache ich gerne immer so seitlich. Der ist nämlich voll super so dahin zu setzen. Na komm. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch... So, dann haben wir hier einen Weg. Hier können wir dann noch andere Sachen hinschmeißen. So. Hier dazu würde ich gerne gleich mal die Scheune bauen. Die müsste hier noch hingehen. Ich hoffe es zumindest. Schaut nicht so aus. Dann bauen wir die doch hier ran. Wir nahmen ja an den Weg, jetzt müssen wir schon mal schauen. Wo ist... Da ist das Feld. Wir stehen gerade auf dem Feld, oder? Ja. Genau, dann möchte ich das gerne hier in die Ecke setzen. Also so weit nach links, wie es geht. Das war zu weit. Und so weit nach vorne, wie es geht. Das ist auch zu weit. Dann machen wir das so. Hier kommt jetzt unsere Scheune hin. Wir haben ein neues Level Produktion freigeschalten. Das ist sehr gut. So, auch die Scheune ist fertig. So, jetzt müssen wir nochmal schauen, wo hört denn das Feld auf? Es geht nämlich ganz schön weit rüber. Hier hört das Feld auf. Ist das richtig? Dann machen wir hier jetzt noch einen Weg hin. Den wir einfach gerade nach unten ziehen. So ist besser, glaube ich. Ja. Und dann legen wir hier noch ein paar Felder an. Ich bin ein sehr... großer Freund vom Arbeiten mit
der Landwirtschaft, ich glaube bis daher. Genau. So, eins. Dann haben wir jetzt 9 auf 2, 9 auf 3, 9 auf 4, 9 auf 5. Dann einen Weg, der das Ganze hier trennt. Ach, verdammt, ich darf wieder nicht kreuzen. Schön in der Flucht bleiben einigermaßen. Sehr gut. Und dann würde ich gerne hier noch ein, wobei wir hier unten, glaube ich, eher Häuser hinbauen. Gehen wir jetzt hier nochmal einen Weg nach oben. Und setzen da noch ein weiteres Feld hinein. Aber da sind wir jetzt dann schon fast bei unserem bei unserem ersten Hauptteil. Da würde ich gerne ein Haus hinsetzen. Nein, ein großes Haus. Neben das Haus soll das Lebensmittellager. Das hätte ich gerne tatsächlich hier daneben. So nah es geht. Hier dann wieder Haus, beziehungsweise können wir die Küche schon, Küche können wir noch nicht bauen, gell? Produktion, Küche, 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 hier ist Küche, nee, das ist Schmiede. Küche, hier ist Küche 1. Küche, fehlen uns noch Technologiepunkte. Dann werden wir das jetzt erstmal so lassen. Hier vorne bauen wir Gewinnung. Okay. Überleben, nee. Produktion. Wir könnten hier tatsächlich die Werkstatt vielleicht ansetzen. Mal schauen, ob wir die da hinbringen. Setzen wir hier vorne ins Eck unsere Werkstatt. Hier wieder ein Wohnhaus. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, das ist schräg. Das wollen wir so nicht. Müssen wir das so umsetzen, dann machen wir hier so Wohnhaus. Das drehen wir jetzt einmal komplett um. Und dann mal das. Ich sehe es aber auch nicht so. Hier jetzt das Wohnhaus. Ist das diesmal gerade? Ja, diesmal ist es besser. Man kann es immer schön hier an diesen Grünstreifen sehen, die wir übrig gelassen haben. So, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt hier einfach mal an zu bauen. Wir werden auch demnächst die, wir werden auch heute noch die Holzhütte bauen. Wie viele Stämme haben wir noch? 50. Vielleicht werde ich auch die Nacht über nochmal Bäume fällen gehen. Wir brauchen mehr Steine. Ich habe nicht genug Steine. Haben wir eigentlich eine Spitzhacke? Das wäre nochmal. Oh, wir haben ja noch was freigeschalten in der Produktion. Handwerkliches Können. Das setzen wir erstmal ganz nach oben. Damit wir da schneller vorankommen, haben wir jetzt noch schnell schauen, ob wir eine Spitzhacke haben. In irgendeiner Art und Weise
Nee, gar nicht. Okay, dann müssen wir andersweitig Steine sammeln. Das heißt, wir sammeln sie hier am Boden ein am besten. Irgendwo werden hier ja Steine rumliegen. Da sind schon die ersten paar. Dann könnten wir uns vielleicht gleich eine Spitzhacke herstellen. Und wir könnten hier ein bisschen drauf rumklopfen. Die Frage ist nur, lohnt sich das? Wir könnten auch mal kurz reinschauen. Manchmal ist in diesen Höhlen nämlich noch was versteckt. Sieht in diesem Fall aber nicht so gut aus. Aber wir haben hier eine riesen Höhle. Das finde ich sehr, sehr gut. Da werden wir später viele Erze rausholen können. Das finde ich sehr, sehr schön. Ach schon, bin ich's. So, jetzt hoffe ich, dass ich in die richtige Richtung laufe, dass wieder rausgeht, jawohl. Ja, wir werden noch wohl ein paar Steine. Wir werden noch ein paar Steine sammeln. Dann bauen wir diese Häuser da unten fertig, die wir jetzt geplant haben. Werden noch eine Holzhütte setzen. Natürlich bei uns im Waldstück. Genauso wie wir noch eine Jagdhütte setzen werden. Und dann schauen wir mal weiter. Dann werden wir erstmal damit anfangen, dass wir noch etwas produzieren, damit wir einmal einkaufen gehen können. Ich finde das immer schön, wenn wir hier etwas finden könnten. Finde ich das total super. Hier scheint nicht viel rumzuliegen. Da ist ein Fass. Da finden wir getrocknete Feigen, die sind richtig wertvoll. Das finde ich richtig gut. Damit ist uns vielleicht schon mal eine teure Spitzhacke. Kommt uns dann vielleicht schon mal entgegen. Das war mal wohl eine Taverne. Da sind noch ein paar Fässer. Met und Münzen. Da hinten ist noch ein Fass mit Hopfen. Und hier noch etwas Beerenwein. Da ist nichts mehr sonst. Das sehe ich jetzt nicht. Das finde ich sehr schade. Da ist eine... Hier wollte wohl jemand ein Dorf errichten. Das ist eine Anschlagtafel. Oh. Der Grund, warum wir eigentlich losspaziert sind. Ein wenig Steine sammeln. Packen an Steinen. Wenn wir dann unsere Dorfbewohner haben, die für uns das Holz sammeln gehen, können wir uns immer noch darum kümmern, auch dass wir diese Hütten dann etwas ausbauen. Weil wie uns gerade aufgefallen ist, wird sich das ganz schön. Das mit dem Holz zwar schön und gut, dass ich das jetzt gesammelt habe. Ich habe einen Tag und eine Nacht lang Holz gehackt. Aber höchstwahrscheinlich wird das hinten und vorne nicht reichen. So. Aber das ein oder andere
Haus steht ja dann schon. Wir werden dann hier zwei Weizenfelder machen. Wir können anfangen. Okay. Warum nicht? Einfach nur mit Stecken verarbeitet. Und ein einfaches Strohdach. Das können wir ja immer noch ändern, wenn es soweit ist. So, hier unser Nahrungsmittellager. Okay. Ist schon soweit, wir haben keine Holzstämme mehr. Und das ist unfassbar, wie schnell das geht. Wir haben 130 Holzstämme gehabt. Die sind einfach mal weg. So, hier soll dann die Küche direkt daneben hin. Beziehungsweise vielleicht machen wir hier auch einen kleinen Weg und stellen die Küche hinter das Nahrungsmittellager und dafür dann hier die Taverne noch ran. Das wäre so eine kleine Möglichkeit, die wir noch haben. Wir werden jetzt das eine Feld hier noch umbauen. Wir werden hier noch ein Feld setzen, hinten an. Das ist falsch. Das jetzt gerne bis hier rüber an den Weg ziehen. Sehr schön. Dann haben wir hier 15 auf 10. Machen wir kleiner. Wir machen. Das ist mir zu klein. 10 auf 6. Ein Feld und wir werden noch ein zweites Feld anlegen. Von hier ab dann. Zu weit weggerutscht. So. Acht, sieben, dann kriegen wir hier noch einen Weg dazu. Machen wir auch 6. Und das auf 10 nach hinten. So, hier haben wir dann noch Felder. Hier hinten ran kommt dann der Feldschuppen. Den werden wir hier daneben setzen. Vielleicht kriegen wir da sogar noch einen Weg dazwischen. Das Fundament auch. Oh, da könnten wir wirklich noch einen Weg dazwischen kriegen. Hier kriegen wir tatsächlich einen Weg dazwischen. Das finde ich sehr gut. Dann schaut das nicht so schlussig aus. Dann haben wir hier unsere ersten 4 Felder, die wir dann schön bebauen können. Das finde ich richtig gut. Würde ich den Weg hier gerne noch durchziehen. Und hier einen Weg nach drüben noch ziehen. Sollte ich vielleicht schauen, dass wir das einigermaßen parallel haben. So. 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 Finde ich sehr gut. Dann planen wir jetzt noch
unsere Jagdhütte da hinten ein. Planen noch den Holzfäller. Ich würde jetzt tatsächlich gerne... Ach, das machen wir das nächste Mal. So. Ich werde in eurer Abwesenheit nochmal viele Materialien besorgen, dass wir hier vorwärts kommen. Damit das hier schon mal alles aufgebaut werden kann. Danach werden wir Jagdhütte sowie... I'm starving. Oh, ich glaube, wir haben Hunger. Das wollen wir natürlich nicht. Ess doch mal ein Haferbrötchen und trink noch eine Kleinigkeit. Ich werde also 2 Tage ohne euch spielen. In diesen 2 Tagen werde ich ausschließlich Materialien sammeln. Und dann können wir uns schon mal darum kümmern, dass wir mehr an, dass wir diese Sachen bauen. Vielleicht produzieren wir dann auch schon das ein oder andere, damit wir einkaufen können. Vielleicht bauen wir unser zukünftiges Haus, unser Bürgermeisterhaus dann da oben hin. Dann haben wir immer einen schönen Blick auf die Siedlung und auf die Felder. Finde ich persönlich sehr schön. Wäre eine Freude. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mir war es eine Freude, heute für euch da zu sein. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, ein kostenloses Abo und die Glocke nicht vergessen, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund, werdet gesund und genießt euer Leben, weil es sonst gesund ist. Hört euch und Papa. Ah ja, der Feind, Leute.